Zu meiner frühen Zeit wurde Altwasser noch sehr geschätzt. Der Anteil der Altwasser-Aquarianer war ziemlich hoch. Selbstverständlich gab es auch den größeren Teil der Aquarianer, die Wasserwechsel machten. Üblicherweise war damals ungefähr 10% pro Woche. Es gab natürlich auch diejenigen, die zwischen 20% und 30% die Woche wechselten. Das waren aber echte Ausnahmefälle. Heute ist eher das genaue Gegenteil angesagt. Wasserwechsel von 50% sind keine Seltenheit. Dies geschieht wöchentlich oder teilweise sogar öfter die Woche. Da sind teilweise Zahlen im Umlauf von bis zu 80% pro Woche. Das halte ich natürlich für extrem überzogen. Was ist denn nun richtig? Altwasser, also überhaupt kein Wasserwechsel, oder die exzessiven Wasserwechsel, wie sie heute gemacht werden, dass die Fische quasi nur noch auf reinem Leitungswasser bzw. aufgehärtetem Osmosewasser schwimmen. Was geschieht im Aquarium, das einen Wasserwechsel nötig macht? Im Aquarium leben Fische und wirbellose Tiere, die Stoffwechsel betreiben, weil sie gefüttert werden. Die Stoffwechselprodukte der Tiere werden im Aquarium und im Filter durch den sogenannten Biofilm auf allen besiedelbaren Objekten oder Oberflächen von diesen verstoffwechselt und dabei entsteht Kohlendioxid und Wasser und darüber hinaus in erster Linie Phosphate und Nitrate als schädliche Endprodukte. Daneben werden auch weitere Makro- und Mikronährstoffe freigesetzt, die im Futter gebunden sind. Das ist im Groben das Ergebnis, wenn keine Gegenspieler vorhanden sind, also sprich Wasserpflanzen. Pflanzen wiederum verstoffwechseln Phosphate und Nitrate. Die Bewohner der Biofilme verarbeiten nicht nur Stoffwechselprodukte aus Futter, sondern sie verarbeiten auch abgestorbene Pflanzenteile, verendete Tiere und natürlich auch Futterreste zu den bereits genannten Endprodukten. Vor allem bei der Zersetzung von pflanzlichen Teilen entstehen im Wasser Gerbstoffe wie Huminsäuren und Sulfosäuren. Die färben das Wasser leicht gelblich. Diese komplexen organischen Verbindungen besitzen chelatische Eigenschaften. Das bedeutet, sie binden Eisen zum Beispiel und halten es für Pflanzen verfügbar. Neben diesen verfügen sie auch über antibiotische, antimykotische und antivirale Effekte, wodurch sie für das Aquariummilieu extrem wertvoll sind. Was geschieht nun, wenn man überhaupt keinen Wasserwechsel macht? Rein theoretisch müsste sich das Wasser mit der Zeit aufsalzen und letztendlich zu einer Art Salzwasser werden. Darüber hinaus sollten sich Stoffe wie Phosphate und Nitrate im Aquarium anreichern, bis in unendliche Höhen. Langjährige Versuche, vor allem von Gerd Kassenbeer, belegen jedoch, dass diese Berechnungen einfach schlichtweg falsch sind. Es entstehen mit der Zeit Grenzwerte, über die das Wasser hinaus sich nicht aufsalzt und auch Nitrat und Phosphat nicht darüber hinaus steigen. Bei Nitrat zum Beispiel liegt der Wert in der Regel so bei 80 Milligramm pro Liter. Dieser bleibt konstant erhalten, egal wie viel man füttert. Gerd Kassenbeer geht davon aus, dass der geheimnisvolle Stoff, der dieses Wasser so stabil macht, im Mulm zu suchen ist. Mulm besitzt Ionentauschfähigkeiten, die für diese Stabilität verantwortlich sind. Beseitigt man nun den Mulm vollständig, steigen die Werte über die Grenzwerte hinaus. Ein Link zu dem Bericht von Gerd Kassenbeer findet ihr in der Videobeschreibung. Bedeutet das denn jetzt, dass Wasserwechsel überhaupt nötig ist? Nein, selbstverständlich nicht. Es verdeutlicht, dass im Aquarium Dinge geschehen, die das Altwasser dem Leitungswasser deutlich überlegen machen. Das sind vor allem die Huminstoffe, die dem Wasser die Stabilität geben. Durch unser heutiges, meines Erachtens völlig überzogenes Hygieneverständnis haben wir das Verhältnis zum Aquariumwasser verloren und durch große und übergroße Wasserwechsel machen wir meines Erachtens das Aquariummilieu
tierunfreundlich, wenn nicht sogar tierschädlich. All die im Aquarium natürlich entstehenden Schutzstoffe werfen wir leichtfertig weg und ersetzen sie teilweise wieder durch teils künstliche Stoffe oder auch durch natürliche Stoffe. Die aktuelle Entwicklung zur Zugabe von Huminstoffen zum Aquariumwasser verdeutlicht dies sehr anschaulich. Ich persönlich werde den Verdacht nicht los, dass hinter diesen enormen Wasserwechselmengen von 50% und mehr die Woche oder sogar öfter, dass die Industrie dahinter steckt. Denn eine Tatsache hat uns Gerd Kasselberg gelehrt. Wasserwechsel von 10-20% die Woche sind mehr als ausreichend, um das Aquariummilieu gesund und stabil zu erhalten. Alles darüber hinaus nützt weder dem Aquarium, noch der Aquaristik selbst, noch dem Aquarienhalter und schon gar nicht den Aquarienbewohnern. Sie nützen allein den Herstellern von Wasseraufbereitungsmitteln und von Pflanzendüngern. Moderne Aquarien mit einer starken Beleuchtung, starkem Pflanzenbestand, CO2-Düngung und einer dem tatsächlichen Bedarf angepassten Filterung besitzen eine Wasserqualität, die dem Leitungswasser bei weitem überlegen ist. Jeder Wasserwechsel bedeutet definitiv eine Verschlechterung der Wasserqualität. Ob das letztendlich das Ziel ist, muss jeder für sich entscheiden. Natürlich gibt es auch die Vielzahl von Aquarien, die zum Beispiel Algenprobleme besitzen oder Probleme mit den Fischen, die nur durch Wasserwechsel oder teilweise sogar extreme Wasserwechsel stabil gehalten werden können. Diese Aquarien haben aber in der Regel ein anderes Problem, das meistens mit einer nicht angepassten Filterung zu tun hat. Mein Fazit: Gut abgestimmte Aquarien benötigen keine gigantischen Wasserwechsel. Da reichen 10-20% bequem aus. An dieser Stelle verweise ich auch auf mein Video zum kleinen Wasserwechsel. Den Link findet ihr hier. Alle anderen Aquarien, die nur mit viel Wasserwechsel stabil gehalten werden können, sollten einmal gründlich überprüft werden, ob das System nicht zu verbessern ist. Wasser ist schließlich auch nicht kostenlos und auch nicht unbegrenzt verfügbar. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass bitte ein Like da, abonniere den Kanal und aktiviere das Glöckchen. Wenn du Fragen hast, nutze bitte die Kommentarfunktion. Vielen Dank für dein Interesse.